Hallo zusammen, ich bin nicht der Dizzyfinger. Der ist gerade hinter der Kamera. Aber ihr schaut, das Malt ist am Mittwoch 225 vom 18.04.2018. Ich hoffe, ihr versteht irgendein Wort von dem, was ich sage. Sonst ist es auch egal, weil ich jetzt das Intro. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns auf der Discon und wie versprochen mache ich ja immer mal wieder so einen kleinen Durchflug und zeige euch, was los ist. Wir sind heute am Freitagabend, wir sind jetzt knapp unter 20 Personen und ich fliege einmal über die Tische, um euch zu zeigen, was passiert. Hier haben wir den Black Butcher und den Mascharius Death Guard gegen White Scars. Tut so, als wäre ich gar nicht da. Ich werde nicht verprügelt. Nur zieh den Arm jetzt rechts nicht hoch, weil dann tut es mir weh. Nein, nein, aua. Das heißt, ihr seht, wir sind schon am ersten Tisch bei schönen Modellen und einem schönen Spiel hoffentlich. Habt ihr ein schönes Spiel? Ich werde verprügelt. Also hast du ein schönes Spiel? Ja, es gefällt mir. Gut, sehr schön. Sehr schön. Gehen wir mal hier weiter. Das ist ja die zweite Runde. Ich möchte der Leutnant jetzt vorher zuhauen. Ja. Ich mach trotzdem schon mal die Schutzhütte. Ich hau ja dann was war das denn? Wie viele? Ja, mach erst mal. Zwei war es. Vier Attacken, ne? Hier hinten haben wir gleich ein Warhammer Fantasy Spiel. Hochelfen gegen Skaven, der Silent, gegen Lili und Lara. Hier an diesem Tisch spiele ich gerade Krieger des Chaos Clanisch und Nurgle gegen Ostländer vom Lomenius. Hier passiert noch nichts, hier haben wir nur ein bisschen aufgebaut. Und hier hinten haben wir, glaube ich, Blood Angels gegen Astra Militarum mit ganz vielen Panzern, so eine Turnierliste. Kurz Überblick, was wir noch alles hier haben, die gleich auch noch voll gemacht werden. Hier haben wir noch einen Tisch und hier haben wir noch einen Tisch. Aufmerksamkeit gibt es natürlich hier hinten beim Tisch vom Devil's Advocate für Inquisitor und Necromunda, der heute Abend noch geentert wird. Wenn so die ersten Spiele durch sind, dann kommen wir einmal hier rüber. Da kriege ich gerade Handzeichen, dass wir einen neuen Gast haben. Der 42 ist nämlich jetzt gerade auch angekommen. Hier haben wir so einen Dschungeltisch. Dann haben wir hier auch nochmal einen Tisch von Devil's Advocate mit ganz vielen Tiermenschen. Hier zwischen den beiden Tischen, zwischen den Welten sozusagen, sitzt die pinkflausche Skarfenrosi und bemalt Oger. Ich hab dich nicht drauf, keine Sorge. Okay. Maximal so deine Hände hier sind. Die sind voll schrecklich, ja. Guck mal. Du malst gerade mit Rot, ne? Nee, ich mal gerade mit. Also ich dachte an den Fingernägeln. Sandra, nee, das war heute Morgen alles. Und hier haben wir noch den Stadtkampftisch, der hoffentlich auch nachher noch geentert wird. Wie gesagt, ich zeige euch gleich immer noch mal ein paar Eindrücke und hoffe auf jeden Fall, dass wir hier eine coole Zeit haben. Und da ist der Lomenius. Mit epochaler Musik von Total War, Warhammer Age of Reckoning im Hintergrund, falls man die hört, sehen wir hier ein Spiel Tiermenschen gegen Untote, also beim Fürsten. Es ist natürlich sehr schlau, Miniaturen gegen das Licht zu filmen, aber da sie sehr hell sind, sieht man ja genug. Sehr schöne Modelle, auch alte Modelle dabei. Da geht dem alten Fantasten das Herz auf. Jetzt guck ich mal. Oha, jetzt bleibe ich hier mit dem Pulli im Baum hängen. So, jetzt guck ich mal, ob ich mit der Kamera noch in meine Richtung die Tiere hier bekomme. So, die kennt man ja wahrscheinlich hier vom Devil's Advocate. Hier sind Wölfe. Was ist das denn? Genau das haben wir uns auch gefragt. Das ist, Wölfen? Das ist ja cool. Das ist mega cool. Ja, warte, so. Das nur was das hier mit haben dem Skelett ist ein Wunder. Große Tierherde. Vogel, Herde, Vogel, Hügel,
Und hier hinten ein Wargulf aus einem alten Mordheim-Modell. Und dahinter noch schon ein paar Krähen. Gehen wir mal auf den nächsten Tisch weiter. So, hier haben wir Alpha Legion und Salamander. Ja, genau, Salamander. Ich würde ja fast sagen, du bist der DS, aber das ist andersrum, oder? Oder vertue ich mich die immer? Ich bin DS, ja. DS, nicht SD, ne? Nee, ich vertue mich immer wieder. Achso, weiß ich nicht. In den Videos noch nicht so gut vorgekommen, da warst du mir richtig. Ja, aber ich lese ja immer deine Postings im Forum. Achso. Auch wenn ich manchmal nur mitlese. So, du warst auch im Forum unterwegs? Ja, ich bin da. Der da. Dann kriegst du, glaube ich, auch gleich sogar noch Würfel von mir. Ja, stimmt. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ich bin Alpharius. Nein, ich bin Alpharius. Was sagst du zu dem neuen Alpharius-Modell? Finde ich richtig geil. Findest du geil? Das hole ich mir sofort, wenn es rauskommt. Cool. Du hast auch einen Thread von deinen Alphas? Ja. Heißt wie? Heresy an der Ruhr. Heresy an der Ruhr. Also ihr habt ja gehört, Heresy an der Ruhr. Guckt ihr mal nach den Alpha-Legionären vom DH. Und der wird auch dann wahrscheinlich bald das neue Modell zeigen. Und hier haben wir ein blinke-blinke Sicarian Venator. Ja, genau. Ah, oh, guck mal, ich weiß mal was. Ich weiß mal was. Die Kanone hängt ein bisschen schief. Aber ja, der zielt gerade halt. Ja. Das ist wie im Zweiten Weltkrieg mit den Stucks. Die hatten auch so ein ganz kleines. Ja. Ne? Und hier haben wir den Deredeo. Sowas würde ich auch gerne haben. Allerdings würde ich den, glaube ich, mit. Was hat der? Plasma? Kann er auch haben, ne? Kann er auch haben, genau. Da hinten steht er mit Maschinenkanonen und hier steht er mit Laserkanonen. Ich würde den mit Plasma haben wollen, glaube ich. Sehr geiles Modell. Obwohl es aussieht wie ein Boot. Ich mag die Dinger. Ja, ich war auch jetzt nicht so überzeugt, aber irgendwie. Den Leviathan holen sich alle und dadurch bin ich dann doch da. Hier passiert gerade was Spannendes, da lenke ich mir jetzt mal kurz von ab. sneaky Kataphrakti-Terminatoren von der Alpha Leech. Genau, die infiltrieren hier hinten. Man hört nichts. Was haben Sie dabei? Das ist noch der Delegatus. Delegatus, okay. Cool, cool. Sehr schöne Sache. Ich gehe mal hier vorbei, danke. Und wir gehen mal zu dem nächsten Spieltisch. Hier passiert irgendwas. Ich sehe hier. Hi, ihr seid jetzt fast Teil des Videos. Was sehe ich denn hier alles? Ich sehe Tyranniden, ich sehe Primaris und einen Arminger Warglaive. Ja, ist doch egal, Hauptsache der ist noch da. Ja, das ist hier von den Jungs von dem, ich bin gerade brainfucked. Pathfinders dort, das war das Wort. Ich würde ja mehr zeigen, aber da ist so wenig bemalt. Ich mag bemalte Modelle. Ich mache auch mal kurz hier den Warglaive. Da muss ich jetzt auch noch bald zwei bemalen. Für die Augustcon gibt es ein großes Nightly Household-Gewäsche. Wurde ich zu quasi herausgefordert. Da muss ich auch mein Haus Makarius jetzt mal weitermachen. Ja, ich habe mir jetzt auch noch einen neuen Knight bestellt. Ich habe noch drei von denen da rumliegen, dann mache ich mir daraus auch eine Armee. Was heißt denn ein neuer Knight? Ein normaler GW oder? Questor, Knight, Magera. Einer von den beiden GW Questor Knights. Also nicht Forgeworld. Sind das diese Mechanikum-Dinger? Diese? Dann weiß ich. Ja, das sind die normalen quasi mit diesen. Sehr cool. Ja, und wenn ich da mal ab und zu vorbeigehe, sehe ich ja vielleicht auch, wie das entsteht. Halt mich auf dem Laufenden. Hallo, lasst euch nicht stören. Ihr seid nicht drauf, nur Miniaturen. Ihr seid nicht wichtig. Death Guard gegen Grey Knights. Mach einfach weiter. Minus 3, viermal. Viermal? Dann habe ich 6, ne? 3 Einmal 1, einmal 6, einmal 2. Machen wir zum Tag. Tut mir leid, jetzt wäre ich gar nicht hier. Erstmal 1. Du kannst mir auch Platz machen, wenn du möchtest. Danke. 6. 2, dann 2. Nächster Tisch. Haben wir Space Wolf. Ganz genau. Und das ist Astra Militarum, oder was ist das? Eine Runde kommt durch. Was ist denn das für ein Teil, wenn ich kurz fragen darf? Stonehammer. Ein fettes Teil. Nur kein Würfelglück. Ja, die Würfel entscheiden sowieso alles. Das Modell kann teuer und toll sein, gut bemalt. Deswegen aber ich ziehe es jetzt auch von.
dann ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Habe ich mit Absicht gemacht. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Ich mag ja bemalte Modelle. Also, du wirst den auch bemalen bestimmt, alles klar. Eben. Alles zu seiner Zeit. Ich habe ja auch noch zig hunderttausend unbemalte Sachen zu Hause. Aber mich wundert, warum spielt ihr denn jetzt nicht auf der Trunder-Platte gleich weiter? Wir haben einfach Dings. Ach so, ach jetzt. Weil du Schneebases hast. Mann. Ja, die bringen ja die Kälte mit. Alles klar. Ach so, die sind so cool. Ja, die sind so cool. Und hier wird heresiert. Ja, es sind zwei Loyalisten, die entscheiden müssen, wer die Loyalisten. Du, das hatten wir im letzten Spielbericht auch. Meine Sons of Horus waren sich noch nicht sicher und die Death Guard auch noch nicht. Also es war wie Kanaster mit Anfassen. So, aber wir haben hier, darf ich einmal kurz, danke. Wir haben hier die Raven Guard vom Adun, genau, das war der Name, im Forum. Und nochmal die White Scars vom Mashalik. Das trifft. Das trifft. Stärke 8. Panzer, Ordnance. Geht auf die Seitenpanzerung. 20 ist groß, ne? 12, oder? Sehr schön. Und da hier gerade alles so ein bisschen rumsteht, nutze ich mal die Gelegenheit. Wieder einer der großen Flieger. Da hatten wir letztes Jahr auch einen vom Adun mit dabei. Sehr schön. Sehr cool an dieser Stelle finde ich auch, dass die White Scars hier nicht so ein weiß-weiß haben, wie man es oft sieht, sondern so ein frostiges Grau, wenn man möchte. Das gefällt mir sehr gut. Und auch bildet auch einen schönen Kontrast zu den Bases. Immerhin. Und dann gucke ich mal, was gleich noch passiert und halte nochmal die Kamera irgendwo drauf. Ach guck mal, hier kann ich die draufhalten. Jo. Die Raven Guard. Sehr coole Modelle. Im Prinzip könnte man jede Legion anfangen, weil die alle coole Modelle haben, aber so viel Geld und Zeit, ne? Sorry, das war Würfel. Und dann schaue ich gleich mal weiter, was es noch so gibt heute und was ich noch mitfilmen kann. An der Mechanik am Spielplatz haben wir Blood Angels gegen etwas, was ich live tatsächlich noch nie gesehen habe. Aber hier auf der Platte ist Red Scorpions. War mal ein Forged World Orden, der plötzlich so aufploppte. Dreimal. Und dahinter sogar als Leviathan. Am nächsten Tisch. Aber optimistisch ist es, ja, das stimmt. Aber man weiß ja, minus 1 auf Treffen für die. Jo. Ich weiß nicht, ob du das sonst wiederholst. Also, normalerweise ist es nicht. Und einen Tisch weiter haben wir ein Modell, was auch für mich interessant sein könnte. Oder du kannst generell die Antwort machen. Ruch im Rutsch ab. Okay. Boah, das wäre so krass, Junge. Ein Levi mit 3 für Symbol. Oh mein Gott. Das wäre eine edle Sache. Wie heißt der nochmal? Porphyrion? Ja. Porphyrion. Sehr geil. Irgendwann. Irgendwann. Wenn meine Frau mal nicht guckt, auf den Kontoauszug. Zusammen mit, was sonst hast du Sondermann, ne? Ja. Und hier wieder die rosa Perlglanz Primaris. Kleiner Tipp für euch da draußen, das ist für jedes Turnier natürlich der Oberbringer, wenn ihr 3 Farben drauf haben müsst. Ne? 2 allein schon mit Grundfarbe. Ja, ich finde, das sind 3. Also wenn ich jetzt mal nämlich gucke, diesen Effekt da, du siehst ein bisschen Gold, du siehst ein bisschen Grün zu dem Rot, Rosa. Also sind 3 Farben. Macht
macht er jetzt? Hier. Das musst du jetzt bitte aus dem Video wieder rausschneiden. Wir haben nichts gehört. Ich hab den falschen nach vorne bewegt. Es ist ja kein Bericht, von daher, das ist ja... Ich wusste nicht, aber du bescheißt. Ach, du bescheißt also? Jetzt bin ich aber aufmerksam. Du bescheißt. Das war keine Absicht. Auf meiner Veranstaltung bescheißt du. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Die sehen halt alle gleich aus. Ja, dann musst du die mal vernünftig bemalen. Ich würde es noch mal probieren. Wieso? Ich habe doch schon drei Farben drauf. Und hier haben wir den fachkundigen Black Butcher, der gerade das Gelände vom Nevels Advokat inspiziert, auf dem wohl auch gleich noch hier Inquisitor gespielt wird. Inquisitor vorbereitet. Ich bin gespannt, was er so macht. Ich würde es ja gerne mitfilmen, aber sowas ist immer so langwierig, von daher, das bringt nicht wirklich viel. Besprechen wir noch schnell nach. Wir besprechen gleich noch was? Ja. Oh, wir besprechen noch was. Ich bin gespannt. Wir gehen dann im separaten Raum. Ah, im separaten Raum. Ja. Mit dem Schweizer im separaten Raum, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird die Gefahr. Und hier spielen immer noch der wird Advokat gegen die lustigen Untoten. Und auf der Platte hier hinten haben wir so ein Testspiel. Der Silent mit seinen Tyranniden gegen den Jonas ohne aktiven Foren-Account mit seinen Squads. Nach Adeptus Astartes gespielt. Sehr coole Truppe. Da bin ich quasi so ein bisschen der Referee dabei und unterstütze. Bin mal gespannt, wie das hier noch weiterläuft. Und Squad Librarian in Terminators. The Badass Morpho of Badass Morphos. Und die schönen Tyranniden vom Silent. Die natürlich alle schön von hinten gefilmt werden. Ja, wenn du die wenn du Tyrannien von vorne siehst, weißt du immer, da ist was verkehrt. Lange hast du nicht mehr. Von daher, lieber von hinten filmen. Ja, und vielleicht führe ich gleich auch nochmal meine Elder raus. Heute mal hier auf einer Platte im vernünftigen Licht. Abseits des Schlachtfelds. Schon fast belagert durch zwei Lektoren. Gerade tut es schon sehr reizend. Wie bist du drauf gekommen, die da hinten in der Stadt? Ja, ich hab ja Imperiale, also Imperiale Armee daheim. Dann lauschen wir jetzt gerade mal dem Lomenius. Was hat er gerade gesagt? Was würde dich reizen, so ein bisschen? Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Also, ich kann es wiederholen. You heard it first here, wir haben es auf Tape. Der Lomenius hat Interesse an 40k. Das Schöne ist, du brauchst ja nicht eine riesen Armee. Du kannst auch sagen, ich mache so ein zwei Trupp und fertig. Ich habe ja schon einen Trupp Postrojaner mit Kommandoabteilung und Scharfschützen. Ich habe auch theoretisch einen Basilisken daheim. Aha. Und ich hatte auch mal ein wie heißen die komischen? Chimäre gibt es, ja. Es gibt aber auch einen Banewolf und einen Hellhound. Das ist dasselbe Bausatz. Nee, das kannst du auch nicht. Ach nee, das. Stimmt, du hast recht, das ist was anderes. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Und ich bin auch noch gespannt, was so passiert. Ich weiß nicht, ob ich heute noch was aufnehmen werde. Morgen, am Samstag, sollen über 30 Leute da sein. Ich weiß noch nicht, wie das hier alles funktioniert. Aber ihr werdet es in Kürze sehen, weil für euch ist es nur noch ein kleiner Augenblick. Für mich Stunden und Schlafen und Bangen und Fiebern. Also, wir schauen mal, was gleich passiert. Macht einfach ganz natürlich weiter. Also, wer hätte jetzt nichts gesagt? Hier haben wir dann... Salamanders, die wir eben gesehen haben, gegen die Alpha-Legionäre. Ach, hier unten auch schon wieder mit Licht. Was ist denn bei dir nicht richtig? Ah, unglaublich. Gegen Kuss Todes, des Todes. Das ist aber jetzt hier noch 30.000, ne? 30.000. Und hier haben wir noch die Schwesternschaft der Stille. Haben die eigentlich auch so eine coole Regel, irgendwas mit Nullmeiden oder so? Ja, so sind die auch. Cool. Das fand ich ja in den Büchern sehr schön. Aber ich habe ja gesagt, macht einfach weiter. Ich will euch gar nicht abhalten. Alles gut. Schade. Hast du Schiffsmaß da? Ja. Okay. Was war jetzt denn, Master? Darf kein Modell hier drüben. Haben wir wieder hier von dem alten Angeber, den Knight. Nix hat er gesagt.
Das war nett gemeint. Ja, jetzt weißt du, warum das Discon heißt, verstehst du? Nicht, weil du Gitarre gespielt hast? Nee. Ich hab's ihm noch gesagt. Ja. Wie soll ich die hier ranbewegen? Er ist ja noch nicht fertig. Und hier drüben packt ihr ein. Ach, dann trug ich mir nochmal den Porphyrion. Nochmal anders an, ein bisschen näher. Schusch. Schönes Modell. Alt. Alt. Anfang Tag 2. Wenig geschlafen, total durch. Aber die ersten schon hier und ich zeige euch mal, was alles schon passiert. Wir haben hier den Black Butcher und den DS. Die spielen jetzt hier gleich Ogre Königreich. Den Skaven Warhammer Fantasy 8? Ja, ne? Da muss ja man mittlerweile fragen, ob das vielleicht auch dieses Ninth Age ist oder so. Und wer im Thread öfter mal unterwegs ist, der hat bestimmt auch schon hier diese Skaven gesehen. Mhm. Ich habe im Kopf, dass bei vielen Live-Sessions da viel entstanden ist. Ja, durchaus. Ja, durchaus. Ja, das ist schon cool. Das hat mich die letzten Monate beschäftigt. Nee, also die sind zwar sehr doll reingesteckt, genau. Aber die kannst du... Deswegen wollte ich nicht so bei dir jetzt angekommen. Du, was ab ist, dafür gibt es Kleber. Hier haben wir Macharius gegen... NoM. Das ist White Scars gegen Alphas. Alphas. Verstecken sich voll. Ja, irgendwie sind die da hinten. Und hier. Er ist Alpharius. Er hat schon einen lahmgelegten Cyborg in seiner Hauptstadt. Er ist auch Alpharius. Wir sind alle Alpharius. So, hier hinten wird auch schon angefangen. Also hier sind so diese Hardcore-30k-Spieler gerade an Bach. Wir haben den Chaos Elf und den Adun. Also Thousand Suns gegen Raven Guard. Space Wolf. Space Wolf getarnt als Raven Guard. Space Wolves. Genau, getarnt als Raven Guard. Wir spielen ja fluffig. So wie du mich anguckst, willst du mich verarschen? Natürlich. Er sieht nach Raven Guard aus, wie mich etwas Raven Guard. Ich habe daran Erinnerungen. Ich habe daran Erinnerungen, dass wir noch ein Rematch machen müssen, bevor das komplette Spiel aufgenommen ist. Sehr schön, sehr schön. Schade, dass er so in der Ruine steht. Man sieht so von vorne. Dann haben wir hier gerade den Helle bekommen. Der baut hier so ein Son Mortalis Ding auf. Hier wurde umgebaut, hier baut der 42 gleich irgendwas auf. Für Star Wars wahrscheinlich. Er nickt. Und hier hinten haben wir die Death Watch gegen Gene Stealer Kult. Ja, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube zwei muss ich sicher noch aufstellen. Dann mach ich doch mal für die hier noch den Armutschwund. Ja, wir gucken dann nochmal, was heute noch so alles passiert. Auf jeden Fall mit dem großen Ballerkäfer. Der Silent Malt. Ja. Der Hühlen. Erster Schritt, Haut, erste Schicht oder ist zweite Schicht? Was ist das? Ja, ist nur bis jetzt nur grundiert gewesen. Mhm. Kann man ja auch mal im Channel gucken. Ich habe da so ein schickes Tutorial mit Tyranniden, Highfleet-Kraken. Daran richtet er sich. Ich bin gespannt, wie die hinterher auf dem Feld aussehen werden. Ich auch. Ich hoffe, die werden ähnlich gut wie die Ganten. Die gefallen mir nämlich sehr gut, die ich da fabriziert habe. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal eine kleine Klopperei machen. Meinst du? 750 Punkte.
Habe ich ja dabei, kann ich dir glatt sagen. Dann nimmst du noch ein paar Punkte weg und dann hauen wir uns mal. Habe ich Bock drauf heute. Ja, können wir gerne machen. Ja, lass ihn noch die erste Schicht überall drauf machen und dann wird die Armeeliste angepasst. So, wenn du gleich nochmal Zeit hast, kannst du ja nochmal hochkommen. Hier wird Imperial Assault gespielt. Der Devil's Advocate gegen den 42. Aber er fängt gerade erst an, ne? Dann überlasse ich dir die Initiative am Anfang. Und du darfst jetzt wählen, ob du einen Bär Deployment Zone aufstellst oder einen Bär. Kannst du einen Bär und dreh mal einfach um. Okay. Dann stellst du dein Team komplett zuerst. Hier hat der Helle jetzt die Zone Mortalis Platte belagert und der Lambertus hat seine Space Wolves ausgepackt. Samt der, wie hießen sie? Death Swarm, oder? Die er extra für heute fertig gemacht hat. Sehr cool aus. Ich liebe das ja bei Veranstaltungen, einfach über bemalte Minis drüber zu gehen. Ja. Und hier bei dem alten Angeber filmen wir einfach mal ganz kurz in die Kiste rein. Sons of Horrors erste Kompanie und so, weißt du da Bescheid, ne? Papa hast du auch dabei, ne? Nee. Hast du nicht? Also nee, dabei. Dabei, aber nicht im Einsatz. Nicht im Einsatz. Der darf noch Kaffee trinken. Sei denn, wir spielen gleich noch richtig, dann kann er mit. Dann haben wir hier immer noch die Raven Guards gegen die Thousand Sons. Ich habe irgendwie gehört, dass hier geschockt wurde und alles von der Raven Guard Armee jetzt kam und es sieht nicht so gut aus für die Thousand Sons, habe ich gehört. Ich habe eben irgendwie den Chaos Elf quieken gehört, so. Ah! Jetzt ist Psy-Phase. Jetzt ist. Raven Guard hat eine Psy-Phase? Nee. Von den normalen habe ich jetzt keine. Entschuldigung, ja, zwei. Hier haben wir auch ein Spiel. Ich sehe hier Nurgle, ich sehe hier Grey Knights, Custodes. Blood Angels. Viel Grau, ja genau, Blood Angels und ein Morty. Ja. Ekelhaft. Ja, es ist toll, dass man bei so kleinen Spielen auch sowas mitnehmen kann. Hier wird immer noch Alpha Legion gegen die White Scars gekloppt. Die Wampen dann? Ja, wir sehen. Die haben Homie. Schau gegen Bennys Chismo. Der macht mich gefährlich. Jetzt weiß ich auch, warum ich nie zum Spielen kommen darf. Du hast keinen Bock auf die Sprüche, ne? Komm schon, du bist immer eingeladen. Ah, du weißt doch, die Arbeit ist doch schwierig. Na, nicht ganz. Film das mal hier. Nee, das sind Tau. Die will doch keiner sehen. Und hier haben wir immer noch Oga gegen Skaven. Würde reichen. Ja. Wenn ich eine 1 würfle, weil ich durch den Wald gehe. Achso. Was wäre dann passiert? Ich hätte ihn wieder weggenommen. Achso, jetzt sind wir weggenommen. Hier, gefährliches Gelände und so. Achso, okay. Ja. Okay, dann normale Bewegung. Ja. Bin ich dir dann im Weg? Hunger. Oga, Skavenfresh. Die schmecken Skaven? Die Hühnchen? Okay. Sehr cool. Schöne alte Spiele und dann noch mit schön bemalten Modellen.
Herrlich. Da geht das Hobbyherz auf. In finsteren Gängen, in engen Gassen hauen sich Sons of Horus und Spechtwolves. Guck mal, dasselbe, aber ja. Lass mal rein und pass auf. Anti-Custodes-Liste. Hier ist Battle of Attrition gefühlt. Ja, das ist es. Ihr seid lange dran, ne? Ein hartes Match, hier wird sich nichts geschenkt. Und sogar der Black Butcher ist gerade von seinem Spiel zurückgekommen und schaut fasziniert auf die Platte. Und denkt sich einfach nur, boah, was macht der Adun hier? Oder? Nein? Alles korrekt. Überlegst du gerade deine taktischen Optionen, die du wählen würdest, von beiden Seiten? Ich wundere mich eher, dass das Adun nicht stärker am Verlieren ist gegen die Fausenfahne. Ah. So wie ich gestern. Ja, er ist halt schneller, ne? Ja. Du hast fast nur Thermis dabei, ne? Ja. Macht schon einiges aus. Hier gibt es immer noch gemischte Liste gegen Fische. 23 habe ich. 21. Schlecht. Guck mal, das ist der Bank. Der würfelt halt so. Ich habe hier gleich noch einen Raum. Zwei. Zwei Stück. Ja. Hier spielen wir immer noch. Auf die Arabe. Auf der Seite hier spielen gleich der Silent und ich 750 Punkte Elder Yandan gegen Schwarmflotte Kraken außerhalb der Kampagne, einfach mal, weil wir Bock haben zu zocken. Die Pinkflausche Skarmrosi, habe ich gehört, hat heute auch noch ein Duell mit ihrem Elder, Elder, so schön, Ogre. Ja. Ogre gegen Lomenius, ne? Genau, Lomenius. Das Ostland. Der ist auch gerade nämlich wiedergekommen, das heißt, da gibt es gleich ein schönes Spielchen. Bin ich mal gespannt, wer da was macht. Und es ist cool. Es ist mega cool. Wir warten eigentlich nur noch auf ein paar letzte Gäste und dann gibt es ja richtig Hobby-Feeling, Hobby-Vibe. Party! 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 Schön. Guckst du nur gerade? Ich gucke gerade auf Fantasy-Welt. Ja. Die haben nämlich noch Modelle, also das ist Chaos, aber die haben noch Modelle von dem Adeptus. Sororitas. Was? Ja, aber bestimmt nachgemachte. Also nicht. Keine Originalen. Muss ich mal gucken. Weil ich suche nämlich den Codex eigentlich im Endeffekt. Ja, ihr habt sie gerade auf Kamera gehört. Pinkflasche Skarmrosi interessiert mich für 40k Adeptus Sororitas, die auch weil das Plastik kommen werden sollen. So infiziert man hier Leute mit Hobby. So, der Silent steht da gerade und wir legen jetzt gleich mal hier los und ich halte euch auf den Lauf. Hier haben wir zwei Pfadfinder. Und hier hauen sich Blood Angels mit Ultramarines. Woran erkenne ich das? Ich weiß auch nicht. Oder ist das Alpharius, das Tarn? Ja. Hier hinten haben wir jetzt den Chaos Elfen und den Marsparius, so wie es ausschaut. Thousand Suns gegen Weiße Skats. Die Weiß-Roten gegen die Rot-Weißen. Ja. Ja. Adun gibt seinen Daumen, Helle nickt, wie er es immer so macht. Wenn man Moderator ist im Tabletop-Weltforum, da braucht man nicht mehr viel machen. Fast schon aus Westfalen nach Niederland. Genau, 12 Zoll Stärke 10 AP1 in der Zone passiert auch wieder was. Hab ich gesehen? Nee, doch nicht. Du räumst nur zusammen. Ich dachte, hier passiert irgendwas. Nee, ist alles schon passiert. Schade. Die Kostüme Religion hat aufgeräumt. Unsere Legion hat aufgeräumt. Keine Verluste. Oh, das geht. Abaddon? Nein, das ist der Prätor heute. Achso, ich wollte sagen. Er hatte noch zwei Modelle. Da würde ich mal sagen, Lupercal.
würde jetzt, ich hätte jetzt nicht heute planen können, aber kommt auch mal schon hin. Sehr cool. Soundmortalis aus MDF, Leute. Schafft es euch an. Ja, ich komme ja schon zum Spiel zurück, alles gut. Nee, guck mal. Vorbild. Wir haben immer noch das Spiel. Imperial Assault. Und die Miniaturen könnt ihr auch betrachten im Tabletop World Forum in dem Thread, A Galaxy Far Away. Oder wie hieß deiner? A long time ago in a galaxy far away. A long time ago in a galaxy far away. Werdet ihr finden. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ist lohnenswert. Hier hinten verhauen sich jetzt Lumenius und Pink Flausch und Skarbenrosi in der Stadt. Was war hier die Prämisse? Warum kloppt ihr euch? Völlerei. 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 Sünde und ja, ja, so. Völlerei, Sünde! Nein, ich hatte die Kirche nicht bezahlt. Nein, das stimmt gar nicht. Also das Ostland hat Nordländer Ogersöldner angeheuert, hat nicht bezahlt und kriegt jetzt aufs Maul. Ja, nein, die haben Völlerei betrieben. Also ich glaube, im Schwabenländler heißt ja nein. Ja, stimmt. Weil er sagt, das Erste, was er sagt, ist ja ja. Bewegung. Ja. Weiter machen. Und hier auf der Platte haben wir dann das Spiel Janden gegen Kraken. Wir sind in der zweiten Runde der Tyranniden. Es hat sich bei mir schon ziemlich ausgedünnt, aber ich hole mir auch einen hohen Blutzoll zurück. Wir gucken mal da hinten. Das ist der Death-Pile, außer der Liktor, der kommt noch. Ist schon ordentlich. Das Problem ist allerdings, er hat mir die Gardisten komplett rausgezogen. Aber ich teste ja Elder noch aus. Ich habe halt nicht gedacht, dass sie im Nahkampf so sehr untergehen. Ich bin gespannt, wie das hier ausgeht. Ob ich ihn noch ärgere mit Cheesy Mac Cheese Mo. Und ja, was noch so passiert im Spiel. Auf der Seite hier hinten haben wir jetzt den Balduin vor Ort. Mit dem Tiger Kalle. Das Kalli! Ja, sag ich doch. Tiger Kalle. Nein, nein, das ist der Austausch. Rundklinge oder und hier wird gleich, gleich Fantasy gespielt? Stimmt. Ja, ne? Ich glaube. Balduin? Ach, guck mal, der Dorns Fist. Ja, du warst letztes Mal nicht da, ne? Letztes Jahr. Nee. Da wollte. Spielst du gleich gegen den Batscher? Gegen den Batscher, genau. Cool. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber schwenken. Starten wir mal hier bei dem Tisch mit dem Ianden gegen Kraken-Dingsbums. Silent. Ja. Wie fandest du meine Taktik mit Cheesy Mac Cheese und so? War sehr interessant. Ja. Mittlerweile weiß ich, ich brauche mehr Bums bei meinen Käfern. Bei Wake Serpent mit Liktoren und maximal Symbionten anzusticken, macht wenig Sinn. Und der Bootlord ist an sich gut, um das Ding zu knacken, aber da sollte ich schon zwei hinstellen. Ja, und Beschuss ist auch so eine Sache, ne? Ja. Musst du langsam drüber nachdenken, sonst fliege ich dir ständig weg oder lauf dir weg, das ist ja auch albern. Ja, ich habe 20, wie heißen sie, Gargülen. Ja, aber die haben auch nur Stärke 3. Richtig. Gerade bei den Fahrzeugen, die sind ja bei den Eltern doch schon hart. Ja, aber war cool, dass wir das hingekriegt haben. Und wir werden dann auch bald das Fall von Fenleon 500-Punkte-Spiel dann auch mal durchziehen. Richtig. Und ich bin gespannt, wie das dann läuft und die Geschichte weitergeht. Ich fliege mal weiter. Flap, flap, flap. Hier ist Sneaky Sneaky gegen Sneaky Sneaky Horus Heresy. Ravengard gegen Alpha. Legion. Also rüsten können die. Ja, das war so. Der Ausgleich für die Hinter da vorne. Und dann der Lenzkiller. An dieser Seite hier haben wir ganz viele Modelle. Wie viele Leute spielen jetzt hier? Vier. Also 2 gegen 2. Genau. Cool. Oh, was ist das denn? Unbemalte Modelle, oder warum richtig? Chaosfische? Was ist denn da los? Ja, erkennst du die neue Theorie? Tau wurden vom Chaos gemacht. Ja, okay, dann bewegt du mich. Okay, wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. In meinem Herzen auch nicht, aber musst du machen, muss man durch. Na gut.
Ein Tau muss tun, was ein Tau tun muss. Ja, ja, alle Titel hören wollen. Irgendeine Weise. Was ist denn das hier Schönes? Was ist denn das hier Schönes? Ist das ein Haus oder nur, weil deine Armee auch blau ist? Mir hat das so gefallen. Okay. Ich habe das auch immer ausprobiert mit diesen Geteilten. Das war mein erster Versuch daran, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Alter? Ja, saubere Linie. Ja, habe ich mir gefällt mir. Ich kann nur Farben quasi gemacht. Dann nehme ich mal noch ein bisschen gesäubert. Was ich allerdings sagen muss, was mich jetzt ein bisschen stören wird an dem Modell, ich muss ja mal auch fachsimpeln, dass die Beschläge auf der einen Seite Silber und auf der anderen Gold sind. Ich glaube, das sieht dann noch geil aus, wenn die wirklich nur eine Farbe haben. Vielleicht das Silber, weil das Gold sonst auf der gelben Seite ist. Sowieso noch wie ein Blumen, von daher kann ich da noch alles verändern, aber schon cool. Weitermachen. Was haben wir denn jetzt hier mittlerweile? Blood Angels gegen das Tod, Kuss Todes? Jawohl. Ach, da ist einer weg. Ein Bike habe ich schon mal. So, dann kommen 25 Schuss von den Gurten. Jetzt kommen wir zu zwei spannenden Tischen. Hier haben wir Saga gemischt mit Fantastic Saga. Das ist richtig. Ja. Aber es ist ja prinzipiell dasselbe System, ne? Ja, minimal anders. Minimal anders? Es gibt Monster. Ich habe Monster, er hat keine Monster. Ach so. Er hat Till Schweiger. Ich habe auch ein Monster. Ja, der findige Mensch kennt diese Modelle. Der Fister, der alte, der Dorn. Mit diesen sehr, wie ich glaube, ich letztes Mal schon gesagt habe, ungewöhnlich bemalten Farbschema-mäßig, aber cool. Ja, ich wollte einfach mal eine dezente Armee haben. Ja, die ist sehr dezent. Vor allen Dingen auch, also er ist lustig, der Reiter, der den Metallkiefer als Visier hat, so ein bisschen, ne? Ja, ja. Das habe ich auch bei dem Chef von den Schwarzaufzügen gemacht. Ja, kommt hier. Da. Aber der sieht doch gar nichts mehr, ne? Ja, ich meine. Der trifft dann um einen schlechter, oder? Er muss nur grob wissen, wo der Feind steht. In der Regel vor ihm. Cool. Aber da muss ich aber auch noch auf die andere Seite. Neben sind die Modelle? Das sind meine. MBS? Genau. Und das sind? Futsor, Sachsen. Sachsen. Ja, einfach hübsch. Nö, die haben da gar keinen. Eher die Sachsen, die England erobert haben. Aber ach so, die. It is very alpha bibsch. Nee, ist cool. Jetzt könnte man sagen, dass es, glaube ich, 6 Punkte sind oder so. Ja. Was natürlich sehr wenig klingt für uns Eingefleischte, aber es ist schon viel. Ja, das hat's von. Und wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer, ich müsste mal meine Carpetinger weitermachen. Grundsager waren wir auf 6 Punkte. Ja, cool. Also ja, Jungs, dann mit 4 Punkten mal rein. Und mit 4 ist das totales Spiel. Mit 4 hinten. Das steht. Ich will das doch dadurch filmen. Ja, doppelt gefilmt. Das ist ein Plagiat. Ohne Quellenangabe. Hier haben wir den Butcher, Black Butcher und den Baldwin. Der Typ ist auch überall. Ne? Das funktioniert auf Kommando. Passt mal auf. Ich habe keinen Aufzug für bewegt. Ja. Sie treffen auf die 3. Der kommt auf die 4. 1 auf die 5. So. Nee, so ist es nicht. Auf die 4 und mehrfach Schüsse auf die 5. Ja. Und hier nochmal ein kurzer Überblick über den Saal. Wir sehen, es ist viel los. Ein paar sind gerade in der Mittagspause, das heißt, wir haben ein paar Freitische aktuell, aber ich bin überrascht, was für eine gute Resonanz hier kam. Finde ich cool. Und ihr solltet auf jeden Fall überlegen, ob ihr vielleicht im August, 3. bis 5. August, zum zweiten Teil der Discon kommt und wenn das hier mit dem Saal wieder läuft,
wird das auf jeden Fall hier wieder stattfinden, weil das ist einfach schön. Und ich habe gleich ein Duell, habe ich gehört, irgendwie gegen Hochelfen oder sowas. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Gegen die da. Total bestialisch. Warhammer Fantasy Battles. Es ist nicht tot. Ogerkönigreiche gegen Dunkelelfen. Was tot ist, kann nicht sterben, oder wie war das? Ja. Wir haben Eis in den Adern. Sag mal, wie heißt du nochmal im Forum? Ich vergesse das immer. Das ist eigentlich, ja, Galgesh. Da heißt du mal Galgesh, aber du warst nicht, du bist da schon lange nicht mehr aktiv, wollte ich sagen. Ja, ich gucke so selten rein. Aber prinzipiell Forenmitglied Galgesh gegen Pink Flausche Skarvenrosi. Ich habe schon 5 Einträge zu machen. Respekt. Wie, du hast merklich auf jeden Fall. Ich habe noch gar keinen Eintritt gemacht. Doch. Einfach. Das ist immer lustig, wenn der Erik dann sagt, geh doch einfach auf den Marktplatz und dann kriegst du vielleicht was zu tauschen. So, hey, Witzbold, da brauchst du 50 Einträge. So, du lenkst mich jetzt egal ab. Also, ich bewege meine Ogre, meine zweite Einheit. Ich hätte richtig Bock, auch so ein ganz kleines Dunkelelfen-Ding anzufangen. Mit den Deepkin, so Seefahrer-Thema. Statt Code Ones, diese neuen Schlangenviecher da. Ja, ich komme gleich, ich muss eben eine Aufnahme machen. Hier haben wir den Devil's Advocate gegen Tina, Tiermenschen gegen Hochelfen, unterstützt durch Lili und Lara, glaube ich. Ihr unterstützt? Cool. Von hier. Riesengroßes Gekloppe hier. Oh, da hinten, das ist ein epochaler Moment. Ja, absolut. Ich denke, der Gnagor gewinnt. Musst du? Hallo, Mann. Er hat angegriffen. Oh, er hat eine reale Chance. Na gut. Ich persönlich stehe immer darauf, wenn man irgendwie halt so mehr Charaktere hat, die ein bisschen mehr können. Hier hinten wird immer noch von den Pathfinder World of 40k gezockt. Ich flieg mal um den Tisch. Hier haben wir Lambertus und Marsharius. Hier wird immer noch gehauen. Ach nee, schon wieder ein neues Spiel, okay. Die Ömer. Ömer. Ja, nun. Muss ich mich auch mal wieder auseinandersetzen. Sag mal, bist du morgen auch noch da? Morgen bin ich dann mit Frostgrave da. Ach, mit Saga spielen? Aber ja. Das wird mal mehr mit den Transportkapazitäten extrem schwierig. Wieso denn? Du hast doch nur 20 Modelle. Ja, Frostgrave sind allein schon... Ach, da brauchen wir doch nie alle. Ja gut, dann machen wir lieber Frostgrave. Aber spielt denn einer mit dir Frostgrave? Wir können heute noch Fantastic Four. Ich weiß noch nicht. Spielt einer mit dir Frostgrave? Weil ursprünglich wollte ich und ich bin morgen nicht da. Also ich gucke mir den Spaß auf jeden Fall an. Vielleicht auch. Wir sind ja eigentlich quasi auch zu Nachbarn. Also können wir auch einmal so was zuspielen. Ja, aber wir treffen uns ja irgendwie nur auf der Con. Das ist ja auch da. Machen wir. Hier haben wir dann jetzt ein Spiel Deathwatch gegen Eldar und Dartzwerge. Und ich wurde gerade gerufen, dass ich hier weitermachen soll, also muss ich jetzt mal weitermachen. Irgendwo in der Beschussphase sind wir, glaube ich. Und los geht's. Einfach nochmal kurz hier reingehalten in die schönen Deathwatch-Jungs mit der Inquisitorin. Die hatte ich auch damals mal. Als ich mal aus Spaß ein paar Adepte so rum, das hatte. Ganz zu Anfang meiner Hobbyzeiten. Da gab es, glaube ich, noch Inks. Damals. Statt Washes und so gab es noch Inks. Inks. Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch an den schönen Namen Chestnut Ink. Aber ich soll spielen, also spiele ich jetzt. Die Ogre und die Dunkelelfen hauen sich immer noch. Wir sind immer noch dabei. Mal sehen, ob wir endlich mal Zählbares schaffen. Ich bin hier entfernt, noch weiter wie 8 Zoll. Ist wichtig, sonst muss ich einen Moralwerttest machen. Okay. Ob ich marschieren darf oder nicht. Ich würde es einfach annehmen, weil. Ja, man hört, es wird auch immer noch Regel erklärt. Das kann er echt gut, ist der Galbisch. Das muss man schon sagen. Das macht er sehr gentleman-like. Manchmal, ich hab's ja manchmal. Er guckt
zwar immer sehr brummig, aber das macht er dann doch sehr freundlich. Ja, was bringt's denn sonst? Soll doch Spaß machen. Dann am nächsten Tisch. Naja, wenn du ihn vernichtest, kannst du dich ja freuen. Dann kannst du dich ja so formieren, dass du ihm dann direkt erkannt hast. Die Hochelfen schlagen sich immer noch mit den Tiermenschen. Und es wirkt so, als wäre aufgrund meiner taktischen Erwägungen einiges von den Elfen gestorben. Ich beziehe aber keine Seite. Das würde ich mir niemals anmaßen. Ich kann schon mal sagen, dass Luminius auch mal mitgedacht hat. Der Luminius hat mitgedacht? Wir haben gerade taktische Erwägungen gemacht. Das war sehr spannend. Aber machen wir uns laufen nicht weg. Also. Aber der Luminius macht, glaube ich, taktische Erschwäbungen. Der war gut. Also ich habe gar keine Ahnung, wie spät es ist. Wir sind im Prinzip hier alle durch. Am liebsten bin ich jetzt in mein Bett, aber das Show must go on, deshalb ich möchte nicht jammern. Ich zeige weiter Modelle. Hier haben wir gleich ein Spiel White Scars gegen Imperial Fists. Das wirkt so ein bisschen nach Horus-Heresie. Lass dich nicht ablenken. Es werden noch Regeln studiert. Und man kann schon einen Rhino sehen. Was ich interessant finde, ist dieses eher orangefarbene. Sieht sonderbar aus, aber nicht verkehrt. Schöne Lichteffekte auf den Linsen und den Leuchten. Bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn die gleich mal ausgepackt ist. Dann haben wir hier... Ich habe 23. Redet ruhig weiter. Spannend. Ich überlege. Ach so. Bist du überhaupt dran? Ah ja, du hast gerade hier. Kannst du mal Fahrstuhlmusik machen? Ich merke schon, ich bin hier in den taktischen Erwägungen. Also nicht. Jeopardy kriegt. Ja, ja. Ich gehe mal einfach weiter. Und da hinten haben wir ein Spiel, da will ich noch mal einmal hin, mal kurz rüber halten. Hier verhaut sich gefühlt immer noch oder schon wieder? Schon wieder. Seitdem ich letztes Mal hier war. Nein, eben hatten wir Custodes und Blood Angels, als letztes Mal hier waren. Gegen Blood Angels Tower. What the? Was ist das für, habt ihr die ausgewürfelt oder wie kommt ihr zu so einer Paarung? Okay, gut. Okay. Typhus würde ich auf jeden Fall hinkriegen. Verstehe ich ja. Ja, soll ich oder soll ich fliegen? Lass mal hier die Landungszone. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen wir zu den imperialen Fäusten. Hier gehen die White Scars. White Scars haben sich hier aufgestellt. Mit einem Sicarian Venator und ich vermute einem Damocles Command Rhino. Und da drüben stellt sich als zweites die Imperial Fist auf. Der ist cool, aber ich finde den großen geil, weil der hat auch so eine Kanone. Und die eine Kanone finde ich unfassbar geil aus. Der hat auch der. Der eine Panzer. Der eine hat zwei Kanonen in der Mitte und der andere hat zwei außen. Ich meine, wieder die zwei außen. Finde
Die ganzen Sperre sind schon aus, die Dings sind auch schon aus. Aber dann gibt es noch einen ganz kleinen Flieger. Ja, genau, nee. Das finde ich ein bisschen doof. Aber wo wir durch mein Ding verschlüsseln? Ich muss ja alles aufstellen. Du musst? Ja. Du darfst? Nee, er muss. Er muss. Er darf nichts in der Serie oder Dings vertragen. Er darf alles aufstellen. Er hat das Privileg, alles aufstellen zu dürfen. Er darf, muss alles aufstellen. Ach, du bist immer so negativ. Obwohl das so positiv ist. Ja, warten wir jetzt nicht klar. Meine Modelle geht es raus. Nö. Ich kann auch nicht schätzen. Den Laser des Feuers. Ja, ich erinnere mich sowas bei denen. Da muss nur noch zu den Sons of Horus kompromittiert werden. Der ist einfach nur schwarz gerade. Weil ich da vorne fahre. Wird schon. Erwischt. Ja, die Diva wieder, weißt du? Die Diva. Ich zeig's dir kurz. Okay, fünfte Runde. Von Oga? Ja. Immer noch. Was? Ich habe ein paar rausgeschossen. Reicht ja einer. Reicht einer bei mir, ja. Paniktest hat so eine 9 geschossen. Um einen Punkt. Hashtag Facepalm. Das ist ein gutes Boot. Was ist denn da los? Wo genau meinst du? Das ist wieder ein Nahkampf unentschieden gewesen. Weil das Problem ist, er hat... Also der da. Nein, jemand das hier. Ach, das da hinten? Ja. Meine Bitschirm ist einfach zu stark. Pink, flausches Gabenrosi. Ich glaube, ich muss dir mal zeigen, wie man mit Ogern spielt. Ja, das Problem war heute. Sei ruhig. Sag ja, Meister. Ja, Meister. Danke. Kann ich jetzt weitermachen? Mach weiter. Okay. Also. Dein Meister erlaubt es. Ah. Sag danke, Meister. Hier haben wir noch um irgendwann 10 Uhr am Samstagabend. Ein Spiel Ostland vom Luminius gegen die Hochelfen von Tina. Warte mal, ich überlege. Und ich bin der Meinung, für Tina sieht es noch verdammt gut aus. Ja. Weil erfahrungsgemäß der Luminius ab Hälfte des Spiels fängt an, schlecht zu würfeln. Das ist böses Juju. Böses Karma. Oder wie würdest du das so hier von der Seitenlinie abschätzen? Die Reihen sind. Ach, mir fällt gerade auf, hier vorne stand da eben noch ganz viel, ne? Ja. Vor ungefähr 2 Minuten, ne? Die Seegarde. Ja, dann ist das Spiel gelaufen für Luminius. Was geht's denn? Was? Erik? Hallo! Also das, ich denke mal, das ist tatsächlich gelaufen. Was war dein Mann? Was ist denn? Da ist ja nichts drin. Was ist nicht mehr dein Mann? Also nichts hell, das ist. Warte. Alex sieht fertig aus. Ja, dann greif mir mal an. So. Und da auch. Genau, das machen wir jetzt auch. Ja, ich bin drin. Das nicht. Wer nicht? Die Laden nehmen doch die Mauer hoch und schiebt sie ja vorne ans Feld an. Er wollte gerne kämpfen. Ja, deswegen hat er freundlicherweise nicht drauf geschossen. Super! Nett, ne? Ja, echt nett. Viel Feind, viel eher. Warum liegen da 10 Cent? Wie viel waren wir eigentlich? Hallo? Das irritiert sich. Spielt ihr um Geld? Nein, das ist der Marker. Das ist meine Markierung so. für Obacht, da ist was drauf. Okay. Das war die eben gerotzte Markierung für einen Zauber, der da drauf ist. Ja. Na, wer gewinnt? Wer gewinnt? Tina. Tina, ja, gewinnt. Ja, immer. So. Helfen gewinnen immer. So, ja, dann Magie. Naja, also weil dieser Nahkampf hier für trotz Death Star für Luminius hart wird. Ja, also er wird nicht einfach.
Also es ist natürlich, dass er immer unmodifiziert testen muss, aber... Möchtest du? Ja, Magie möchte ich. Aufgrund des Zaubers, oder? Was? Warum? Weil es Bian-Kämpfer sind. Das klappt ja auch. Du wolltest es auskämpfen mit Magie. Wow. Ja, wenigstens habe ich doch einen dazu. Ich auch. Männer, seht ihr dieses rote Maßband? Schießt darauf! Nach müde kommt blöd, ich weiß. Ich hätte gerne einen 5-Forette im Nahkampf. Hättest du gerne? Ja, hätte ich. Mal hier noch einen. Komm, verbrannt. Mal hier noch einen. 7. Sehr schön, Mann. Ja, 5-Forette im Nahkampf sind top. 5-Forette. Ja. Ich halte mich zurück. Meine Ratschläge beim letzten Spiel haben in die Katastrophe geführt. Mehr. Mehr Magie hast du nicht. Ich habe noch einen Würfel. Ich habe ja keine nur einen sprechen. Das ist ein Erzlektor. Ach, das ist ein Erzlektor. Okay. Hast du daraus gelernt? Ja. Fahren ja, dann das andere Gebet, das ich nicht mal wegkriege. Nee. Ach, stopp. Ja, Domenini. Das kommt davon, wenn man kleine Mädchen ärgert und Ogre tötet. Ich hab's. Dann komm die hoch, ey. Ja, dann schieße ich einfach mit meinen Kanonen. Die sich dann gleich explodieren verabschieden. Nein. Welche Kanonen? Wo ist denn mein Maß? Welche Kanonen? Ach, genau. Also ich würde fast sagen, man merkt eine gewisse Parteiergreifung hier. Nein. Ja, ich hab heute auch fleißig dazu beigetragen. Nein, das Problem ist, er hat kleine Mädchen geärgert. Ich bin eine Pummelelfe. Ja, ist eine Pummelelfe. Hey, das ist ja, natürlich. Er hat Ogre getötet. Ich bin Traum. Leid. Ich durchschlag viel Zoll. Du schämst dich schon, pass auf, eine Zauberin. Warte, Moment. Greift doch noch eine Lady. Ich will ihr ein fettes Loch in den Bauch schießen. Domini! Das hier gibt der macht das gerade gar nicht besser. Also ich würde sagen, da hättest du gar nicht groß würfeln brauchen, weil du verziehst voll. Ein Zweierrettungswurf. Also wenn ich hier gucke, geht der genau dann vorbei, wenn du den gelegt hast. Du schießt um die Ecke. Ich schieß um die gerade Kugel. Ja. Also, wie viel hast du jetzt? Das wären 4 Stück. Was macht? Das sind 4 Tone. Kann ich dagegen irgendwas tun? Nein. Wenn du einen Rettungswurf machst. Rettungswurf, ja. Hab ich schon einen Rettungswurf? Nein. Hast du Zauber durchgekriegt letzte Runde? Ich habe 6 dagegen getroffen. Ja, aber der Magier steht hier, wo das gewirkt hat. Also es bleibt spannend. Und ich habe irgendwie gehört, Inquisitor geht gleich auch nochmal los. Der Black Butcher steht gerade schon wieder neben mir und scharrt mit den Hufen so, ich will jetzt mit dir reden, aber nicht auf der Kamera. Jetzt kratzt der mich. Oh ja, also ich muss jetzt mal hier reden und dann gucken wir mal weiter, was gleich passiert. Willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir sicher, es hat euch gefallen. Ihr kennt die Videos von DC, die sind immer gut. Wenn ihr noch nicht genug habt, und wer kann schon genug haben von DC? Hier oben gibt es vergangene Episoden. Hier unten gibt es einen Link zum letzten Livestream. Und auf dieser Seite findet ihr einen Link zum Tutorial, damit ihr lernt, so gut zu malen, wie es DC macht. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, weil die Sonne kommt jetzt wahrscheinlich gerade wieder. Spielt weiter eure Kriegsspiele. Bleibt friedlich. Die Sonne kommt. Ich gehe in den Schatten spielen. Ciao zusammen.